Zu deinem Ball, der letzte. Der war nicht schlecht. Nee, ne? Aber auch Glück. Aber auch Glück. Danke. Senza due. Oh, was ein Ball. Was ein Ball. Zu deinem Ball, der letzte. Der war nicht schlecht. Nee, ne? Aber mir auch Glück. Aber auch Glück. Danke. Das war ja eben. Ja, super. Anspielen. Klasse. Geht das nicht? Super. Super, klasse. Aber wenn das Fernsehen schon mal da ist, warum nicht? Eben. Auf weitere.
gesehen? Voll der Freiheit. Comunque, no? Dici, ma adesso cambio pallina, poi magari mi sa. Hai già tirato? Peppe, hai già tirato? Sì, no? Non c'è vento, quindi oggi va bene. Zuppa! Zuppa! Ja, guten Morgen Esther, guten Morgen Walter. Hier sind unsere beiden Gäste aus der Schweiz, die gestern in San Romolo auch bei dem Minigolfturnier mitgemacht haben. Esther ist Zweite geworden. Walter, nach einem guten Start in die ersten zwei Runden, wo er Sechster war, ist er leider Gottes, wie das manchmal im Sport so ist, ein bisschen abgerutscht. Du bist genau. Geworden, was Walter? 13. Ja. Wie hat es euch denn gefallen, dieses ganze Turnier? Ja, also aus meiner Sicht, wir kommen ja seit Jahren hier runter. Ja. Mittlerweile logieren wir in Perinaldo. Ja. Sehr ruhig, ist auch sehr wichtig natürlich für die Vorbereitung für ein Turnier. Ein bisschen Ruhe, Entspannung, gehört alles dazu, gut essen und so, wie es in Italien so ist.
Und ja, das Turnier ist eigentlich wie immer, viele Freunde trifft man da. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste und es ist vieles natürlich auch Psychologie, ein gutes Turnier zu spielen, okay. Nur das können. Ja. Okay. Esther, du bist Zweite geworden. Wir haben mal ein kurzes Einblend-Interview gemacht, wo du diesen super tollen Ball gespielt hast. Er übrigens auch. Wie hat es dir gefallen? Bist du zufrieden mit deinem Abschneiden? Ja, es hätte noch besser werden können, mhm. Weil die ersten zwei Runden waren nicht so, wie ich es gehabt hätte. Aha. Weil es gibt Bahnen, da ein Millimeter daneben spielen geht ins Hindernis. Oh, okay. Da macht man schnell eine 6 und das sollte nicht sein. Okay. Jetzt, du sprichst ja auch sehr gut Italienisch. Kannst du kurz mal so zusammenfassen, deine Eindrücke auch mal ganz kurz in Italienisch? Also mein Italienisch ist nicht so gut wie das von Walter. Walter kann das besser als ich. Also Walter, warum fangen wir erstmal Italienisch an? Fass mal so deine Eindrücke von dem Turnier und auch von deinem Urlaub mal ganz kurz zusammen. Ja, ich probier's mal, ja. Allora. Tanti anni, veniamo di qua, in Italia, a San Romolo, San Remo, questa regione, anche per Rinaldo, un bel posto per essere tranquillo, anche buono per preparazione per la gara, e questo è l'importante per fare una buona gara, si vede anche tanti amici di noi, tanti amici dell'Italia, dell'Austria, anche Francia, Germania, tutto bene qua, sempre una buona soggiorno per fare vacanze. Ok, grazie mille. Ja, guten Morgen Esther, guten Morgen Walter. Hier sind unsere beiden Gäste aus der Schweiz, die gestern in San Romolo auch bei dem Minigolfturnier mitgemacht haben. Esther ist Zweite geworden. Walter, nach einem guten Start in die ersten zwei Runden, wo er Sechster war, ist er leider Gottes, wie das manchmal im Sport so ist, ein bisschen abgerutscht. Du bist geworden, was Walter? 13. Ja. Ja, wie hat es euch denn gefallen, dieses ganze Turnier? Ja, also aus meiner Sicht, wir kommen ja seit Jahren hier runter. Ja. Mittlerweile logieren wir in Perinaldo. Ja. Sehr ruhig, ist auch sehr wichtig natürlich für die Vorbereitung für ein Turnier. Ein bisschen Ruhe, Entspannung, gehört alles dazu, gut essen und so, wie es in Italien so ist. Und ja, das Turnier ist eigentlich wie immer, viele Freunde trifft man da. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste und es ist vieles natürlich auch Psychologie. Ein gutes Turnier zu spielen, okay. Nur das können. Ja. Okay. Esther, du bist Zweite geworden. Wir haben mal ein kurzes Einblend-Interview gemacht, wo du diesen super tollen Ball gespielt hast. Er übrigens auch. Wie hat es dir gefallen? Bist du zufrieden mit deinem Abschneiden? Ja, es hätte noch besser werden können, mhm. Weil die ersten zwei Runden waren nicht so, wie ich es gehabt hätte. Aha. Weil es gibt Bahnen, ein Millimeter daneben spielen geht ins Hindernis. Oh, okay. Da macht man schnell eine 6 und das sollte nicht sein. Okay. Jetzt, du sprichst ja auch sehr gut Italienisch. Kannst du kurz mal so zusammenfassen, deine Eindrücke auch mal ganz kurz in Italienisch? Also mein Italienisch ist nicht so gut wie das von Walter. Walter kann das besser als ich. Also Walter, warum fangen wir erstmal Italienisch an? Fass mal so deine Eindrücke von dem Turnier und auch von deinem Urlaub mal ganz kurz zusammen. Ja, ich probier's mal, ja. Allora, tanti anni, veniamo di qua, in Italia, a San Romolo, San Remo, questa regione, anche per Rinaldo, un bel posto. Per essere tranquillo, anche buono per preparazione per la gara, e questo è l'importante per fare una buona gara. Si vede anche tanti amici di noi, tanti amici dell'Italia, dell'Austria, anche Francia, Germania, tutto bene qua, sempre
Una buona soggiorno per fare vacanze. Okay, grazie mille. So, for our English-speaking friends all over the world, we are sitting in the Hotel Ariana. The breakfast is over. The last breakfast for our amici, for our friends, Esther and Walter. And they play also the mini-golf tournament yesterday in San Romolo. Walter, what is your impression about the holidays one and about the tournament two? As you have told, one, the holiday, it's always a great pleasure to be here at in Italy, especially at Perinaldo. Here we have in the hotel Ariana always a great event. It's nice to be here, and it's also important to prepare a good tournament for playing mini golf. Okay. Yes. And can you explain a little bit what are the places which your wife and you reached yesterday? I know. Yes, yesterday was on the second place yesterday, yes. And you on the 13. After the first two rounds, you was on number six, as I remember. And then, as it is in the sport, one or two, especially in golf or in mini golf, one or two. Yes. Okay. Yes. Thank you very much, and we wish you a very very safe trip at home. And yes, till the next Swiss evening 2015. We hope so. Okay, yes. Ciao, ciao. Ciao.